Jo, hallo Freunde, ich begrüße euch noch lange einmal wieder zu einer kleinen Tipps und Tricks Serie und wir haben da etliche angefragt. Ich habe Ihnen ein Video von mir gezeigt, wie man so einen verstülperten Schnurspanner macht, wobei man da bei einer Kochgelegenheit seinen Topf auf und anschieben kann über ein Feuer. Und den möchte ich jetzt einmal kurz zeigen, wie das geht. Das geht eigentlich ratzfatz, wenn ich das einmal genauer zeige. Kennst das? Das ist gar keine Hexerei, das ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich zeige euch nur, wie das funktioniert. Ich habe mir dazu auch gleich mal drei Stecken geholt. Die kugeln ja da sowieso immer um etliche abbrochen. Und da machen wir jetzt einmal so eine Art Dreibein, dass man das vielleicht ein bisschen schöner zahlen kann. Ja, es nimmt sich drei gleich lange Stecken und die stellen wir jetzt als Dreibein auf. Ich habe da zufällig ganz einen kleinen Ast gehabt. Den kann man dann schöner miteinander verbinden. Aber ich zeige euch das gleich, wie man das macht. Ich mache da kein Hehl draus mit den Drüberwickeln und Durchwickeln. Ich mache das relativ schnell zusammen. Das braucht ihr nicht viel holen. Ich brauche das keine zwei Wochen da stehen haben. Es reicht ja, wenn das meine Kochzeit aushält und dann ist es wieder weg. Gut, zeige ich auch schnell. Ja, dazu wieder so ein Meter, 1,20 Meter Schnur. Da machen wir sie auf der einen Seite eine Schlauferleine und jetzt binden wir die drei Asteln zusammen. Wie gesagt, ich mache da kein Hehl draus, ich schiebe mir meine dieser Dreibein zusammen, dass das irgendwie ein bisschen beieinander hält. So, haben wir gleich mal eine Schlauferl drüber. Das wickeln wir da ein paar mehr mal um. Schön fest. So, dann gehen wir noch über jedes einzelne ein bisschen drüber. Wie gesagt, ich mache da kein Hehl aus denen, weil das soll nicht viel. Das muss nicht jahrelang halten. Das reicht, wenn das ein bisschen so steht, wie es jetzt ist. Und das reicht mir vollkommen. So, dann habe ich die ganze Schnur noch einmal die gleiche Länge. Je nachdem, wie hoch das natürlich ist. Und da machen wir jetzt genauso einfach ein Schlaufen rein. Jetzt könnt ihr das eine Teil doch ein bisschen länger lassen. Zeige euch nachher warum. Dann werden wir schauen, wie lange wir das da brauchen. Ich stelle kurz die Kamera um, dass man das schöner sieht. Dann die Schnur, je nachdem, wie weit halt das Lagerfeuer unten ist, lasst euch das halt lang. Müsst ihr halt nicht vergessen, dass ihr mit der Schnur ein Stück hin müsst. Und dann könnt ihr entweder hängt den Bot da durch. Also ich habe jetzt auch mitgenommen, wo man was draufhängen kann. Ist auch ein bisschen Gewicht drin. Und fahrt dann da mit der Schnur durch. Oder was ich auch noch habe, ich habe da noch so ein kleines Hagerl, da kann ich dann nachher das Hagerl noch einhängen. Kann man es ein bisschen einfacher wegnehmen über dem Feuer. Wurscht, wie man das macht. Auf alle Fälle schauen wir noch mal, wie lange wir das brauchen, dass das eben ein bisschen retour geht, dass man den Botschi verstehen kann. Dann gehen wir da her und hängen es da oben einfach einmal an. Wurscht wie, das überlasse ich euch. Das muss auch nicht viel halten. So. Ja, jetzt haben wir die Schnur da mit den Schlauferl. So, jetzt kippen wir wieder runter. So, dann gehen wir mit der Schnur da durch. Und unser Gefäß. Die Schlaufen machen wir auf und ziehen die Schnur von hinten durch und haben jetzt vorne Schlaufen. Und da stecken wir jetzt eine Steckerleine. So, das Ganze jetzt noch einmal ganz nah. Das geht mit der da durch. Ihr macht die Schlaufen auf und zieht die Schnur durch die Schlaufen durch. Dann habt ihr da vorne schöne Schlaufen. Und durch die steckt es das Steckerl durch und das Ganze hält
Wenn sie es jetzt in die Höhe wollt, braucht sie nur da unten auf der einen Schnur halten und dann den in die Höhe ziehen. Und umgekehrt braucht es nur auf den anziehen und das rutscht von der Laube. Das ist wunderschön. So. Wunderschön verstehen. Das bleibt da jederzeit so. Und wenn es an den kleinen Ende anzieht, wie gesagt, dann lasst es länger. Könnt ihr mit den schön gemütlich runterfahren. Und umgekehrt nehmt ihr die eine Schmur da hinten, nehmt es am Stickerl, fahrt es damit in die Höhe und somit ist das Pipi feinst. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Ich hoffe, die Kleinigkeit hat euch da ein bisschen weitergebracht und das könnt ihr das auch gern benutzen. Vor allem, das ist schnell wieder offen. Genauso wie das Dreibein, da ist ja keine Hexerei. Ein bisschen die Schnirren auf, wuseln. Ja, Freunde, in dem Sinn, ich wünsche euch noch was und viert's gut.